definitiv ist es sehr schwierig. Da gehört viel Herz dazu. Im Prinzip war das eine Entscheidung von meinem Vater, einen Online-Shop aufzubauen. Ich habe ihm dabei geholfen. Und es kam dann dazu, dass wir wirklich alle Winzer gesucht haben, aufgebaut haben, rein, also gepflegt haben. Und dadurch dann auch große Anfragen kamen. Definitiv Liebhaber und Menschen, die sich an Überraschungen erfreuen. Also die auch immer neugierig sind. Also deswegen auch in der Sterne-Gastronomie ist es viel einfacher für uns reinzukommen wie andere normale, sagen wir mal, die Standard-Gastronomie. Weil da ist es auch wieder der Sommelier, der dahinter steht und sich freut, Leute zu überraschen. Es geht eher darum. Und natürlich Menschen, die sich mit der antiken Weinwelt auskennen. Natürlich die Marken mehr zu etablieren und auch gut zu positionieren, mehr in die gehobene Gastronomie einzusteigen und natürlich auch mehr in den Fachhandel, weil da sind wir noch ein bisschen schwach. Das wäre vielleicht noch ein Traum von mir, tatsächlich dort stärker positioniert zu sein.